Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bands Battle Club. Ja, heute mit einem weiteren 6 gegen 6 Kampf aus dem Stream am Sonntag, beziehungsweise meinem Sonntags-Battle-Stream. Und ja, heute gegen Yogaro, der dürfte ja den einen oder anderen schon ein Begriff sein. Ich stelle mal die Teams vor, und zwar habe ich mit meinen Krebotak, Togekiss, Trombok, Totok, Miltank und Psyana. Ich glaube, das ist dasselbe Team wie aus dem letzten Kampf. Und Yogaro hat mit seinen Farbigel, sein Hytera, Banette, Ditto, Lucario und Cesurio. Und ich glaube, er hatte davor von einem Naruto-Team berichtet. Und da war ich sozusagen sein Testkandidat, der das Ganze mal ausprobieren durfte. ich muss das Ganze übrigens nochmal nachsynchronisieren, weil da irgendwie in der Tonspur ein Fehler war. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen Nonsens erzähle. Ja, jetzt geht's los. So, Yogaro in Grau mit schwarzer Mütze. Und da kommt Sai, sein Farbigel. Und ich starte mit Zwickau. Hol aber mein Zwickau gleich mal wieder zurück, weil ich kann mir schon denken, was Farbigel so drauf hat. Und denke mir so, na, Magiespiegel und gute Nacht, Farbigel. Ja, da pennt das Farbigel erstmal. Ich dachte mir, ah, ich mache mein Lichtschild und stärke mich erstmal. Ja. Farbigel schläft tief und fest und ich habe mein Lichtschild draußen und kann in aller Seelenruhe angreifen. Er hält mit Fokuskur durch, wacht auf und jetzt kommt der zweite Fehler. Er fällt das zweite Mal auf Magiespiegel rein, denn Klebenetz wird ebenfalls zurückreflektiert vom Magiespiegel. Das ist ja ärgerlich. Er hat das Schutzschild noch drauf. Und ich bleibe natürlich bei Psychokinese, denn es könnte ja sein, dass er den Spukball, den ich noch auf meinem Psyana habe, dass er das vergessen hat oder noch nicht weiß. Und ja, da kommt Sasori. Und Sasori erst beim Klebenetz gefangen. Jetzt mache ich einen entscheidenden Fehler. Ich hätte austauschen sollen. Nämlich da kommt Megabanette. und Megabanette macht erstmal Schutzschild. Und ja, hier hätte ich den Reflektor drücken müssen. Denn da kommt der Schattenstoß von Megabanette. Und das tut wahnsinnig weh. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, unsinnigerweise beim Psyana hinlegen lassen. So, dachte mir, ja, komm, kommst du mit Zwickau. Und da kommt er mit dem Abgangsbund. Und ich dachte mir so, puh, what the fuck. Ja, Abschlag killt das Ding natürlich. Das ist ja logisch. Und ja, da hilft auch kein Fokus-Code von Zwickau. Mach's gut. So, zwei von ihm down, zwei von mir down. Ich hol meine Kuh raus. Und er holt Sakura raus, sein Hytera. Und das ist aber leider erstmal im Klebenetz gefangen. Deswegen hüpfe ich fröhlich mit Body Slam drauf. Und das macht schon dick Schaden und paralysiert zudem obendrein. Und ja, Hytera setzt das Toxin auf Miltank. Soll mich jetzt nicht unbedingt stören, weil, wie gesagt, Miltank hat ja eine Vitalglocke drauf. So, Toxin zündet, aber ja, das Lichtschild lässt jetzt nach und er zieht Sakura zurück und holt dafür sein Kalkkashi rein. Eigentlich Kakashi, aber aus irgendeinem Grund darf man sein Pokémon nicht Kakashi nennen. Das ist ein bisschen hinderlich für das Team. Ich setze Vitalglocke ein. Klingelingeling, Vergiftung weg. Tada. Und ich glaube, ich bin wieder voll. Jawohl. Dachte mir aber, naja, schickst das Miltank zurück und holst einen relativ guten Konter rein. Nämlich Trombok. Da kommt der Body Slam, der natürlich nichts macht auf Burkina Faso. Da holt er Miltank zurück. Ich nehme an, dass das
Ditto-Wahl schaltest, weil damit es einfach schneller ist als die eigentliche, als das eigentliche Pokémon. So, er holt Sakura wieder rein, seinen Hytera. Ich dachte mir so, ah, ich mach mal Delegator, weil Miltank wird sowieso rausgehen. Beziehungsweise kann ja eigentlich nicht wirklich viel machen. Und dachte mir, komm, Hytera verbrannt. Wenn er drin bleibt, wird es ziehen. Wenn er auswechselt, ist es auch okay, weil dann muss er immerhin auswechseln und der Delegator steht halt einfach noch da. Zudem macht Verbrennung einfach ein bisschen Schaden zumindest. So, er wechselt Sakura aus und holt Sasuke rein. Und ja, es heißt Sasuke und nicht Sasuke. Wie das so schön in der deutschen... Ach Gott, nee. So, ich klatsche mein Holzgeweih um die Ohren. Heil mich ein bisschen. Und, ja, hat dann so 20 KP waren es bestimmt. Und Sasuke hat natürlich den Feuerfeger. Ja, Sasuke ohne eine Feuerattacke wäre doof. Ja, der Delegator ist jetzt weg, aber ich komme mit dem Irrlicht und ein verbranntes Lucario ist immer, nee, das kann dann nicht mehr so ganz so viel machen. ja, da holt das auch zurück. Hat sich ein bisschen verbrannt, der Gute, bei seinen Feuerübungen. Und er holt wieder Hytera rein. Das Blöde ist natürlich, dass er das Klebenetz hat. Das ist, der Klebenetz ist so ein starker Crowd Control auf dem Feld, weil einfach alles eine Spur langsamer ist, außer was fliegt oder schwebt. Und das ist, oder halt Luftballon hat, sag ich mal, das ist dann schon ein bisschen fies. Zumal, ja, ich weiß auch gar nicht, sind Käfer davon betroffen? Ich glaube nämlich auch, dass da Käfer von betroffen sind. So. Da kommt wieder der Doppelgänger und er ist Burkina Faso. Und er ist natürlich auch schneller und zieht mir gleich mal ordentlich was rein. War allerdings kein Volltreffer, ansonsten wäre ich wahrscheinlich weg gewesen vom Fenster. Zitrobeere zündet. Ich mache das Irrlicht, weil ich denke, hey, komm, ne? Aber es geht daneben. Er macht nochmal Dunkelklaue, das zieht wahnsinnig viel ab. Ich dachte mir so, ich habe noch eine Beere. Ich habe noch Irrlicht, was aber nochmal daneben geht. Und da dachte ich mir so, nein. Ich hol mal was rein, was da helfen dürfte. Ja, Dunkelklaue. Ist ein Volltreffer und da kommt der Luftschnitt. Muse ist tatsächlich schneller. Trotz Wahlschall, glaube ich. Und da kommt nochmal die Dunkelklaue. Ist diesmal kein Volltreffer. Und da kommt der sichere Flammenwurf. Und damit ist das Ditto dann auch weg vom Fenster. Hat aber überraschend gut gegen mein Burkina Faso funktioniert, aber wahrscheinlich, weil das Irrlicht einfach nicht gezündet hat. So, Lucario ist wieder draußen, verbrannt. Ich dachte mir so, nö, Muse. Muse darf dagegen nicht kämpfen. Ich hole Burkina Faso wieder rein. Denn einen Patronenhieb oder irgendeine andere Sache verbrannt. Guten Feuerfeger wüsste ich jetzt nicht, aber hätte er, glaube ich, nicht gemacht gegen Togekiss. Und da kommt Itachi. Cesurio. Und Cesurio habe ich mir jetzt auch in letzter Zeit gezüchtet. Das ist natürlich jetzt nice. Durch das Klebenetz aktiviert sich der Siegeswille und Cesurio interessiert sich eigentlich nicht für Initiative. Ja, weil es ist eh schon nicht gerade schnell und ja. Da kommt allerdings das Irrlicht. Nochmal. Also verbranntes Lucario, verbranntes Cesurio. Kommt der Eisenschädel und das war's für Burkina Faso. Aber es hat immerhin noch das Cesurio verbrennt. Das war ganz cool. So, und da dachte ich, ja komm, mit einem Flammenwurf und einem Ruheort ist es immerhin verbrannt und ein Trug ist jetzt auch nicht so ohne schlechte Verteidigung, hat es jetzt auch nicht. Aber der kommt tatsächlich mit dem Eisenschädel und das Ding ist halt durch. Dachte ich mir so, what the fuck? Aber bei meinem Cesurio ist es nicht anders. Das Ding hat schon den Mordsangriff.
Also, das darf man nicht unterschätzen, selbst verbrannt, wie man gerade gesehen hat. So, ich hol Turtok und gehe in Megaform. Mit der Megawumme als Fähigkeit dürfte ich da gegen Cesurio relativ gute Chance haben. Jetzt sieht man übrigens nochmal, wie viel Schaden das macht. Über die Hälfte bei einem Mega-Turtok. Aber da kommt die Aura-Sphäre. Und warum schießt du das immer noch nicht aus deiner Kanone? Nintendo, fix Pluggies. Dankeschön. So, ja, es bleibt nur noch Sasuke. Und er ist im Klebenetz gefangen. Und da kommt der Nahkampf. Unter normalen Umständen würde das reichen, aber es ist verbrannt. Und die Def sinkt. Und da kommt nochmal die Aurasphäre. Ja, das reicht natürlich auf jeden Fall mit dem Nahkampf, Drop drauf. Ja. Dann würde ich sagen, das war's. Zweiter Kampf in Folge im Stream gewonnen. war aber ein cooles Naruto-Team, muss man sagen. Wenn man eventuell vielleicht noch einbauen könnte, wäre Shikamaru. Wobei Banette ist schon weg. Schatten? Gibt es ein Schatten-Pokémon? Gengar. Man sagt ja, es ist der Schatten von Pixie. Also Shikamaru vielleicht als Gengar. Oder, könnte man noch. Ja. Nicht mehr so viel. Naja, wie dem auch sei. Das war Pens Battle Club für heute, falls euch die Folge gefallen hat. Dann gebt doch einen Daumen hoch, teilt das Video, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao.